Und? Wow. Hat der mich jetzt ernsthaft gerade nicht gesehen? Tag, ihr Pansen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Death Garden. Blut für die Enklave. Und blaue Kisten für mich. Also, wir sammeln schön Kisten ein, markieren sie dabei, sorgen also dafür, dass die Scavenger, wenn sie diese Kisten benutzen wollen, für mich enthüllt werden. Und wenn wir die Gelegenheit haben, schicken wir diese schönen Drohnen hier in die Luft. Das tun wir aber jetzt erstmal vorzugsweise. Oh, da ist schon der erste irgendwo, den ich angeblich enthüllt habe, aber Pustecake. Ach doch, da oben, ne? Es ist wirklich tragisch, diese Eulen Scavenger, man kann sie einfach überhaupt nicht sehen. Es ist, die sind wie Kakerlaken. Und deswegen brauche ich auch hier diese Überwachungsdrohnen. Die schicken wir nach oben und sorgen dafür, dass sie enthüllt werden, sobald sie sich in den Drohnenbereich begeben. Und dann können wir sie kompetent niederstrecken, wie sie das gehört. Jetzt ein bisschen Munition einsammeln. Das hier alles schön markieren. Da hinten läuft anscheinend irgendwas. Müssen wir mal einschreiten. Ich seh dir! Ich hab dir gesehen. Und du? Jetzt bist du wieder weg. Groß. Einfach mal eine Drohne hochschicken. Gucken, ob der Kollege sich vielleicht verrät. Ah, wunderbar. Eine Drohne kann ich mir noch leisten. Die machen wir hier direkt beim Abflugpunkt. Ein bisschen mehr Muni wäre nicht schlecht. Da hinten stehen meine Türme, die da gerade rumballern. Mal gucken. Ah, da hinten wird auch rumgenervt. Sehr gut, Turm. Sehr gut. Ihr habt die gesehen, Abidi. Komm da runter, du. Die Uhrenbombe. Hab dich. Hier emoten. Weil ist doch wieder Woche. Halt. Dich will ich loswerden. Ja, ich weiß, es ist lame. Bringt mehr Punkte, wenn und so. Aber. Ich bin ein schlechter Spieler. Und die ärgern mich. Die machen mich kirre. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn hingelaufen? Gekriegt. Da. Keine Munition mehr und hier sind so viele von diesen Ratten. Muss man Muni sammeln. Hilft nichts. Bisschen Heilung verwehren. Und Kraft sammeln und mal ein paar Drohnen nach oben bringen. Bevor die hier mir völlig die Suppe verhalen. Ja, wo hast du ihn gesehen? Türmchen. Wo war er? Sehr gut. Wo bist du? Wir haben dich gesehen. Brauchst du gar nicht so zu tun, als wärst du nicht hier gewesen. Ich brauche Moon. Gib mir Moon.
schnell mal die anderen Türme abgrasen. Nicht, dass hier Böses passiert. Böses im Busch. Renn doch mal in Richtung von meinen Türmen. Das wäre so nett. So nett wäre das. Hast du ein Glück, ey. Hast du ein Glück. Zur Heilung verwehren. Merkst du nicht, dass ich hinter dir bin? Loswerden, ey. Das ist aber auch... Nein. Spannend. Da machen sich die Türme ja mal echt bewährt. Machen wir hin mal. Ah, enthüllt. Ich muss leider. Jetzt haben sie es auch noch geschafft. Jetzt haben sie es auch noch geschafft, die Mistpansen. Na komm! Nein! Nein! Wow, 1700 Punkte. Das war ganz schön armselig. Das war verflucht armselig dafür, wie spannend die Runde eigentlich war. Also ich hatte Spaß. Aber nicht so viel Spaß, als wenn ich Scavenger spiele. Deswegen mache ich das jetzt. Bis gleich. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Death Garden. Ja, dieses Mal als Scavenger unterwegs. Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich Ressourcen einzusammeln, also Munition, blaue Kisten und natürlich allen voran Blut an den Blutposten. Die Blutposten werden enthüllt und zwar jetzt. Also suchen wir uns mal den allernächsten Blutposten und... Hat der mich jetzt ernsthaft gerade nicht gesehen? Halle fucking Luja.
Ich habe mir gerade ein ganz klein bisschen in die Hose gemacht. Und zurecht. Völlig zurecht. So, bratzen wir dem Kollegen erstmal seine Drohnen weg. Und sammeln hier die blauen Kistchen ein. Das ist, glaube ich, das Beste. Schnell hier am Blutposten. Blutfarmen. Oh, da hinten geht das Sterben los. Da wollen wir nicht in der Nähe sein, oder? Nein. Ich habe jetzt 5 Blut. Da ist ein zweiter. Da holen wir uns die restlichen 5. Da ist auch gleich schon ein Abgabeposten hier direkt vor der Nase. Da ist auch schon ein Kollege am Machen. Nicht gut. Nicht gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Heieiei. Heieiei. Und weg. Und weg. So, ich würde aber gerne mein Blut loswerden. Hm, vielleicht nicht unbedingt direkt hier, oder? Warum nicht? Probieren wir es. Ah! Scheiße. Hat der auch noch Minen, die Sau? Ich gehe woanders hin. Ich gehe echt woanders hin. Schnell mal heilen. Dann hätte ich jetzt natürlich hier auch die praktischen Heilstationen nehmen können. Aber irgendwie denkt man da nie dran. Irgendwie denkt man da nie dran. So. Mann, überall wo man hingeht, ist dieser olle Hunter. Ich gehe wieder zu dem anderen. Muss hier mal was abgeben. Ganz dringend. So. Und jetzt schnell noch eine Emote dahinter, weil wir haben Emote-Woche. Der hat mich gesehen. Der hat mich doch gesehen. Oh mein Gott. Hat er mich nicht gesehen? Heute ist ein Scheißtag. Halleluja. Gut. Das haben wir geschafft. Ach, goldene Kiste. Phantastometer. Aber ich brauche als erstes einmal Blut. Die hole ich mir hier hinten bei den Blutpunkten. Was für ein spannendes Spiel. Ganz im Gegensatz zu dem Hunter-Game vorhin. 5 Blutpunkte. Ich möchte gerne noch weitere 5 Blutpunkte haben. Die hole ich mir hier. Und dann ein bisschen Munition. So. Dann könnte ich die da hinten abgeben. Uah. Ich wurde enthüllt. Verdammt. Bloß weg. Gut. Auch weiterhin einfach Punkte farmen, indem man einfach alles markiert, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass der Kollege hier wieder Minen hingeflanscht hat. Also sollten wir ein bisschen vorsichtig vorgehen. Okay, offensichtlich nicht. Also Blut abgeben. Wir liegen bei 69 von 125. Das läuft relativ gut. Ach du Kacke. Nein, ich muss weg. Da habe ich nicht drauf geachtet. Hm. So, weg damit. Oh, da hinten Hunter, da Hunter rum. Hallala. So. Nein, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Wundervoll. So. Da hinten zu diesem Blutgedöns hin und leer machen. Einfach weiter Blut saugen. Zack, dann können wir die auch gleich abgeben. Der, die, das Blut. So.
jetzt müssen wir allerdings darauf achten, dass das Ding nicht wieder hochfährt. Wo ist es? Wo ist es? Da, über mir. So. Und kaputt. Schnell ein Emote hinterher schmeißen. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich gesehen. Oh, meine Güte. Nicht gut. Nicht gut. Aber offensichtlich konnte ich ihn abhängen. Gut. Nehme ich gern. Hm, da hinten. Okay, dann haben wir ja noch genug Zeit, um Blut einzusammeln. Und wegzubringen. Oh, nein. Der hat hier echt alles verdroht. Ein Blutchen bräuchten wir noch. Das nehmen wir eben mit. Und bevor hier gleich die wilde Watz abgeht, kurz einmal auffüllen mit Heilpfeilen. Die werden wir auch brauchen. Wie Ding, 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 Ding. Ich brauche Muni, Kollege. Chill mal. Ach so, da sollte jemand gerne wiederbelebt werden. Für so einen Unsinn haben wir keine Zeit. Wir müssen Blut abgeben. Das war eine Mine. Da haben wir nicht aufgepasst. Wir müssen weg. Oh, Blood Mode active. Das heißt, wir werden gleich enttarnt. Nimm die Beine in die Hand. Scheiße. Und ich habe keine Selbstheilung mehr. Gut. Nein. Ich wollte abschmieren. Es hat nicht geklappt. Ich habe nicht abgeschmiert. Heil mich. Heil mich. Verdammt. Verdammt. Wo sind diese Heildinger, wenn man sie braucht? Nein. Na gut, na gut. So ist das Scavenger-Leben. Aber, was mich jetzt interessiert, wie viele Punkte haben wir? 3800. Damit bin ich durchaus zufrieden. Das war auch mal eine spaßige Runde. Hat Spaß gemacht. Coolio. Ich muss noch besser werden beim Hunter. Scavenger fühle ich mich relativ kompetent. Aber da ist immer noch viel Raum nach oben. Was denkt ihr? Lasst mir doch mal einen Kommi da. Macht's gut, ihr Pansen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Hey, freut uns, dass du reingeschaut hast. Wenn du noch mehr zum Thema sehen möchtest, gibt es hier links und rechts Playlisten, die dir auf jeden Fall weiterhelfen. Wir würden uns auch irrsinnig über ein Abo freuen. Also klick doch einfach auf die Kuh und lass uns eins da. Bis dahin erstmal reingehauen.